Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge von The Long Dark. So, weiter geht's in diesem Wartungsschuppen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Gutes, das wir mitnehmen können. Ah ja, sehr schön, eine Fackel. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Und ansonsten sehe ich hier auf die Schnelle nichts, okay. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Viele Spinde. Sehr gut. Was zu futtern. Die Windjacke braucht man eigentlich nicht, würde ich sagen. Wow, das ist gut. Stiefel und noch dazu neue. Perfekt. This stuff will come in handy. So, das hier nehmen wir mal mit. Haben wir hier noch was? Ja. Handschuhe brauche ich aber nicht. Und bei der Toilette könnte ich meinen Vorrat an Trinkwasser wieder ein bisschen aufbessern. Nun gut, das ist jetzt nicht besonders lecker, aber nun gut, sei es drum. Es geht hier ums Überleben und von daher ist mir da jedes Mittel recht. Denn bevor ich hier verdurste in dieser Eiswüste, das will ich nicht. So, den Pullover können wir auch mitnehmen, sehr schön. Den kann ich vielleicht auch gleich mal anziehen. Sehr schön, der ist nämlich besser. Gut. So, und meine Fackel macht langsam aber sicher schlapp. Weg damit. So, was haben wir hier? Einen Kühlschrank. Ui, cool. Eine Limo. Und eine Brause. Sehr schön. So, ist hier hinten auch noch irgendwas? Nee, nur Reifen. Die braucht man nicht. Außerdem kann ich da sowieso nichts damit machen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ui, gut. Noch eine Fackel. Das hier nehmen wir auch mit. Leder. Sehr schön. Lampenöl. Das ist sehr gut. Denn da habe ich ja sowieso keins mehr. Und ein Beil. Kann man auch mal mitnehmen. Den Metallschrott braucht man nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Holz brauche ich nicht. Haben wir da nochmal Lampenöl? Aha. Sehr gut. Schön, schön. Und da haben wir gleich mal was zu trinken. Passt perfekt. Mein Charakter ist sowieso durstig. Vielleicht ist er auch gleich hungrig. Ah ja. Und ansonsten. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier, glaube ich, sowieso nichts mehr. Gut. Na, wenn es so ist. Dann können wir eigentlich gleich mal weitergehen. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich eigentlich lang? Denn wir haben ja in der letzten Folge noch diese neue Quest bekommen. Suche in der alten Jagdhütte nach weiteren Informationen zu den Waldflüsterern. Okay, wo wird die denn wieder sein, diese Hütte? Hier schon mal nicht. Ui, hier oben ist sie. Jagdhütte.
Okay, dann müssen wir anscheinend hier vom Wartungsplatz aus gesehen durch den Wald, über die Brücke und dann wahrscheinlich hier so rüber. Nun gut, legen wir natürlich gleich mal los. Harder than I thought. Nicht gut. So, irgendwas stimmt mit How long was diesem I up Bildschirm da for? vorne nicht. Lights. Was war das? Irgendein komisch grüner Wolf, der mich da angestarrt hat. Oh shit. Gar nicht gut. What the hell? Überhaupt nicht gut. They hate the light. Okay. Also sie hassen Licht. Das ist ja zumindest schon mal ein Vorteil. Irgendwas stimmt auch mit diesen Autos hier nicht. Die ganze Elektrik spielt irgendwie verrückt. Wahrscheinlich liegt es wieder an diesen Polarlichtern. Nun gut, ich muss irgendwie zur Jagdhütte. Verzieh dich! Hier hinten ist auch noch Licht. Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Wenn ich schnell bin. Aber ich habe so viel Zeugs dabei. So, was tun? Den Metallschrott können wir gleich mal weglegen. Sehr gut. Und dann, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nein, nein, bitte nicht. Das ist noch mal gut gegangen. So, die nächste Lichtquelle ist dort drüben. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, aber nun gut. So, sehr schön. Wir haben es geschafft. Und der Wolf hier verzieht sich sowieso anscheinend. So, jetzt muss ich hier rüber, oder? Nein, bitte nicht. Ah ja, der verzieht sich auch. Sehr gut. Dann muss ich die Chance hier nutzen. So. Mann, oh Mann. Die Wölfe sind weg, oder? Naja, so viel zum Thema. Okay, aber gut. Solange sie hier fliehen. Immer schön weitergehen. Nur nicht umdrehen. Oh Mann, die folgen mir hier auf Schritt und Tritt. Ich nehme hier mal eine Fackel. Vielleicht kann ich sie damit verscheuchen. Verschwinde. Ah ja, sehr schön. Okay. Das hat nicht wirklich funktioniert. Jetzt habe ich ein Problem. Sogar ein sehr großes Problem. Oh Mann, oh Mann. Ich schaff's da definitiv nicht rüber. Zumal das Licht hier verrückt spielt. Was tun? Mann, oh Mann. Da rauf vielleicht irgendwo? Aber nee, das bringt mir auch nichts. Mann, oh Mann, was mache ich jetzt? Gehe ich das Risiko ein? Oder aber ich schlage hier einfach mein Lager auf. Bisschen Feuerholz haben wir ja hoffentlich noch. Ah ja, sehr schön, geht. So, anzünden.
Perfekt. Oh, thank goodness for that. Sie sind weg. Das ist auch gut so. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt nicht weitergehen, denn wenn wir schon mal das Feuer hier gemacht haben, dann wärmen wir uns gleich ein bisschen. Na super. Wahnsinnig viel Zedernholz habe ich hier dabei. Und der Wolf kommt schon wieder. Aber gut, er verzieht sich auch genauso schnell. Ich bräuchte hier noch irgendwas zum Einheizen. Da habe ich nichts. Höchstens da drüben, aber ich schaff's nicht dorthin. Die Wölfe versperren mir da den Weg. Nun gut, wir kochen erstmal ein bisschen. So, rauf mit dem Fleisch. Sind sie jetzt weg? Nee, immer noch nicht. Die bleiben hier ständig in meiner Nähe. Mann, oh Mann. Dort vorne, glaube ich, ist dann die nächste Lichtquelle in weiter Ferne. Hätte ich mal besser das Holz mitgenommen, das da im Schuppen lag. Nun gut, jetzt beißen wir erstmal ein bisschen was. 1 Stunde 40 Minuten. Okay. Dann legen wir uns für 1 Stunde hin, würde ich sagen. Nutzen wir die Zeit. So, aufheben und die Wölfe. Die Wölfe sind verschwunden, kann es sein? Aha! Sehr schön. So, was sagt das Fleisch? 35 Minuten braucht es noch. Dann nutze ich hier mal kurz diese unverhoffte Pause. Sehr gut. Oh Mann. Schade. Das Feuer ist aus. Aber das Fleisch ist gegart. So, ein Wolf kommt. Mach Feuer, komm, mach hinne. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. So, essen. Mann, oh Mann. Wisst ihr was? Wir schlafen nochmal, beziehungsweise zuvor muss ich hier noch ein bisschen Brennstoff hinzufügen. Jetzt können wir uns nochmal für 4 Stunden hier hinlegen. Und ich hoffe, dass es dann wieder hell ist. Und ja, die Wölfe dann auch dementsprechend wieder normal sind. Weil so wie die aktuell sind, ist das definitiv nicht normal. Wunderbar. Unterkühlungsrisiko. Das hat es jetzt auch noch gebraucht. Und noch dazu ist es immer noch dunkel. Ich brauche noch mehr Feuerholz. Unbedingt. Haben wir hier unten noch irgendwas, das wir anzünden können? Einen Stock, okay. Ja. Gleich ist es soweit. Du kannst dich hier gleich wieder aufwärmen. Nur noch ein bisschen. Es wird sowieso schon wieder heller. Sehr schön. So, die Zweige nehmen wir auch noch mit. Nach wie vor sinkt aber hier der Lebensbalken. Das will ich ehrlich gesagt nicht zulassen, dass wir hier draußen erfrieren. Na komm, McKenzie. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Looks like it worked. Sehr gut. Wir packen gleich mal, glaube ich, 2 Zedernhölzer rein. Okay, oder auch 3. Hauptsache, es wird wieder ein bisschen wärmer. Sehr schön. Und ja, dann legen wir uns nochmal hin. Sicher, sicher. Für 3 Stunden.
Sehr gut. Puh. War nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft. So, und dann können wir jetzt bei strahlendem Sonnenschein hier gleich mal weitergehen. Allerdings, nee, kann ich nicht weitergehen. So nicht. Ich habe zu viel Zeugs dabei. Irgendwas muss ich hier loswerden. Die können wir vielleicht gleich mal auffüllen. Sehr schön. Noch immer 9 Kilo zu viel. Beziehungsweise eigentlich ja sogar 10. Ja. Was machen wir? Ich habe doch hier noch sicherlich irgendeinen Schrott dabei. Ah ja, sehr gut. Weg damit. Das kann weg. Das kann auch weg. Und die kann weg. Und vielleicht geht's ja jetzt. Na, wer sagt's denn? Nicht gut. Gar nicht gut. Dass ich heute nur Pech habe. Will ich wirklich da weitergehen? Will ich das? Wenn mich der Bär erwischt, dann ist hier Schicht im Schacht. Dort drüben ist die Brücke. Vielleicht kann ich mich da dran vorbeischleichen. Ich hoffe nur, dass der Hirsch jetzt nicht den Bären anlockt. Nee, schaut eigentlich ganz gut aus. Oh, verdammt. So viel zum Thema. Es schaut gut aus. Verzieht euch halt einfach, oder? Tut mir den Gefallen. Nein! Nicht gut. Na super. Also das nenne ich mal eine äußerst erfolgreiche Folge. So, ja, wir müssen uns bandagieren und hoffentlich schaffen wir das, dass wir hier wieder zu Kräften kommen. Mann, oh Mann, der hat mich ganz schön übel erwischt, der Wolf. Beziehungsweise eigentlich haben mich ja beide ganz schön erwischt. Eieieiei. Oh, come on. War wirkungslos, okay. Damn it. Das hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Okay, Antibiotika. Gut, Antibiotika habe ich. Verwenden. Sehr schön. So, gleich nochmal hernehmen. Das wäre geschafft. Mann, oh Mann. 29% Gesundheit. Und ja, so langsam aber sicher wird mir auch schon wieder ein bisschen kalt. Ein bisschen sehr kalt. Wie das hier weitergeht und ob ich das Ganze überstehe, ihr seht es in der nächsten Folge. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.